Nur weil Leid grundlos sein kann, heißt das nicht, dass es automatisch sinnlos ist, denn Leid ist subjektiv. Das ist das Positive am Leid. Nur weil es grundlos sein kann, heißt es nicht, dass es sinnlos ist. Grundloses Leid kann für einen, besonders für einen Christen, eine große Bedeutung haben. Für den Blinden, der geheilt wurde, hatte sein Leid, das ohne Ursache war, Sinn. Große Bedeutung. Er ist in der Bibel für immer verewigt. Menschen haben an ihm Gottes Wunder gesehen. Ist es das wert, ja oder nein? Für die ungläubigen Schriftgelehrten und Pharisäer war das vielleicht sinnlos, sein Leiden, das Leid des Blinden. Warum wurde der Blinde so grundlos blind geboren? Aber nicht für den Blinden und die, die durch die Wunder vielleicht dazu bewegt wurden, an Jesus zu glauben. Für sie war es nicht sinnlos. Du bist in Hiob Kapitel 42, da heißt es, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst, dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden. Ich will dich fragen und du belehre mich. Und ich liebe diesen Vers am Ende. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, doch nun hat mein Auge dich gesehen. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, doch nun hat mein Auge dich gesehen. Lass mich dir was sagen. Hiobs Leid war es wert. Weißt du, wenn du sagen kannst, durch dein Leid, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, Herr, doch nun hat mein Auge dich gesehen. Das ist es wert. Und weißt du, diese Antworten, die ich dir aus der Bibel gebe, die Verse, die ich dir zeige, das ist nicht apologetisch. Diese Antworten werden nicht jedem Menschen gefallen, aber es ist die Wahrheit. Und uns als Christen gefällt es, weil wir die Wahrheit lieben. Das Leid, das Hiob erfahren hat, war es wert. Egal, was dir widerfährt, wenn du dadurch Gott auch nur ein Stückchen näher kommst, das ist es wert. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, doch nun, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Preis den Herrn für das, was der Herr Hiob hat erleiden lassen. Gelobt sei der Herr dafür, dass er Hiob hat leiden lassen. Was war Hiobs Reaktion auf sein Leiden? Du schlägst Psalm 116 auf. Ich lese fort Hiob 1, Vers 21. Und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen. Nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Gelobt sei der Herr dafür, gepriesen sei Gott dafür, was er Hiob hat erleiden lassen. Weißt du was? Preist den Herrn für die großartigen Prophezeiungen aus dem Buch Hiob. Preist den Herrn dafür, dass wir heutzutage Verse lesen können, in denen Hiob den Herrn Jesus Christus prophezeit hat. Aber er musste durch Leiden gehen. Preist den Herrn für Verse, wo es zum Beispiel heißt, dass sein Erlöser am letzten Tag auf der Erde stehen wird. Preist den Herrn für Verse, wo es heißt, dass Hiob jetzt zwar von Würmern zerfressen wird, aber dann wird er doch in seinem Fleisch Gott schauen. Preist den Herrn dafür, dass Hiob die leibhaftige Auferstehung vorausgesagt hat. Leib war zwar von Würmern zerfressen, aber doch wird er in seinem Fleisch Gott schauen, weil Gott seinen Leib wieder auferrichten wird. Preist den Herrn für Verse, wo es heißt, dass Gott den Norden ausspannt über der Leere und die Erde an nichts hängt. Über so großartige Wahrheiten, dass die Erde schwebt. Und. Preist den Herrn für das Leid, das der Hiob hat erleiden lassen. Ansonsten hätten wir nicht das Buch Hiob. Das war es wert. Nicht nur Hiob hat Leid erlebt im Buch Hiob, sondern auch seine Kinder, sie wurden getötet. Das ist Leid. Ohne Ursache, grundlos, aber nicht sinnlos, weil Leid subjektiv ist. Psalm 116, Vers 15, kostbar in den Augen des Herrn ist der Tod seiner Getreuen. Auch seine Kinder waren gerecht.
Weißt du was? Ihr Tod ist nicht sinnlos. Ihr Tod war grundlos, ohne Ursache, aber nicht sinnlos. Kostbar in den Augen des Herrn ist der Tod seiner Getreuen. Oder glaubst du allen Ernstes, dass jetzt Hiobs Kinder im Himmel sind und sich irgendwie denken so, warum hast du es zugelassen? Oder irgendwie darüber jammern, darüber weinen. Werden sich nicht vielmehr denken, gelobt sei der Herr. Mein Tod hatte einen Sinn.